Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde PC Tycoon 2. Und heute wollen wir mal kein Laptop machen, sondern ein Monitor. Ich hoffe auch, das funktioniert, weil es könnte nämlich möglich sein, dass es irgendwie nicht funktioniert. Warum, weiß ich auch nicht. Ne, ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ja. Okay, schalten das mal kurz frei, so. Ah, hier. Okay. Drücken wir hier mal wieder alles durch. So. Zack, zack, zack. Mann, warum kann man denn hier schon wieder so viel, ey? Ah, jetzt. Perfekt. So, so, so. Okay, perfekt. Gut. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert mit dem. SDGM Monitor. Monitor V1. Bildschirmbreite, ja. Machen wir hier mal alles auf 10. Oha, einfach 60k. Mhm. Jo, was? Das hat ja sogar eine Beleuchtung. Geil. Warum ist das nur so teuer? Check ich irgendwie nicht. Haben die Preise geändert, sag mal? Keine Ahnung. Wir holen uns das jetzt hier einfach mal. Oha, Apple möchte mich aufkaufen. Goyo. Hey. Jo, wie viel? Okay, wir gucken mal kurz. Ich wollte eigentlich gucken, aber anscheinend gibt es noch mehr. Apple, okay. So. Okay. Gut, dann warten wir einmal, bis das hier mal geladen ist. Würde ich mal ganz schwer behaupten. So. So, ich muss nämlich nebenbei noch mal kurz was machen, also nicht wundern, falls ich mal ein bisschen kurz leise bin. Ich muss nebenbei nämlich was Wichtiges hier klären. Deswegen muss ich hier gerade noch einmal kurz was gucken. Ah, das ist richtig. So. Der müsste gehen, ja. Okay, so. Fertig. Gut, dann hauen wir den doch mal hier raus. Natürlich die beste Präsentation hier für 100 Mille. Jo, 16K, Bildschirmauflösung 81% günstiger, 360 Hertz. 100 Newtonmeter soll das sein? Keine Ahnung. Wir machen mal wieder die Hälfte, würde ich sagen, oder? Ja, wir machen ein bisschen mehr als die Hälfte, so 240 Billionen. Bitte sei gut, bitte sei gut. Let's go. Ideal auch für die leistungsstärkste Mikrowelle. Was? Die Herstellbarkeit ist 181% höher als bei der
Konkurrenten. Sie werden nichts Besseres finden. Unternehmensstandort hat sich verbessert. Bildschirmbreite. Toll, kaufen Sie bedenkenlos. Bildschirmbreite liegt vor allem mit Bewerbern und ist 10. Was? Egal. Ja, wir sind, glaube ich, mal auf Platz 1 gerutscht, oder? Okay, hier sind wir jetzt auf Platz 1, auf Platz 1. Platz 1, 1, 1. 1, ja, hier weiß ich nicht, warum das nicht geht. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ja, und hier 16.000, okay. Ja, der PC, der kommt auch bald, Leute. In der nächsten Folge. Dann ist auch schon hier die Serie fast zu Ende. Aber ich will jetzt nochmal gucken, wie das hier mit dem STGM-Laptop geht. Weil irgendwie, jetzt heißt er nur noch V, aber egal. Warte, wir lassen das mal so stehen. Okay, es wird direkt ein Fehler angezeigt. Die Kühlung, ja, die Kühlung. Okay, ab 68, ne? Ja. 68 Watt. Ist überhaupt das Gute? Ja. Ja, meins kann ich, glaube ich, nicht nutzen, oder? Nö. Die Kühlung muss höher als die Wärmeableitung sein. Gut, dann nehmen wir mal wieder Intel. So. Okay, 68, so. Was ist hier? Hier ist gar kein Fehler, oder was? Kann ich hier auch meins nehmen? Ja, geil. Aber wenn ich meins nehme, dann wird hier leider nichts angezeigt. Deswegen nehme ich mal... den hier? Die sind alle grotten schlecht. Ich nehme jetzt hier einfach mal die hier. Da. Ich weiß es nicht. Die sind irgendwie... Na, scheiß drauf. So, Mainboard kann ich das hier nutzen. Kann ich Gigabyte nutzen. Aber das hier ist tatsächlich besser. Und Asus. Asus ist, glaube ich, am besten. Dann nehmen wir natürlich Asus. Okay, da ist wieder ein Fehler. Das ausgewählte Mainboard unterstützt den ausgewählten RAM-Typ. Mainboard. Was ist denn hier das Mainboard? Das hier, ne? Warum heißt das denn nur Sandu? Achso, das ist die Grafikkarte. Ja, die Grafikkarte ist ja okay. Das ist Mainboard, okay. Gut, ich muss hier einen anderen Mainboard-Typ nehmen. So. Ah, jetzt geht's. Ich hab's gefixt. Let's go. Kann ich hier auch 4 machen? Ja, geil. Eins, zwei. So, man sollte auch was anwählen, tatsächlich. Ich will jetzt hier irgendeinen Schrutz an, weil ich will endlich mal... Hier kann ich aber bestimmt Windows... mein Betriebssystem nehmen, ja. Haha! Ich hab's geschafft! So. Zack, zack. 8K, Alter, let's go. Das hätte ich auch gerne. Tastaturgröße. Touchbar. Boah, das sieht auch geisteskrank geil aus. Gibt's das schon in Real Life? Okay, ich glaube, ich habe hier alles schon richtig, oder? So, wir machen hier einfach mal alles an. So. Okay. Der Laptop soll kosten 23.000. Ich glaube, das ist ein guter Preis. Junge. Alles klar. Das Ding ist ja teurer als weiß nicht was. So. Warte, ich muss hier gerade ein bisschen kochen nebenbei. Okay, okay, okay. Oh, jetzt muss ich einen Bestätigungscode hier eingeben. Ah, Acer möchte jetzt meine Sachen kaufen. Let's go. Leute, ich habe übrigens auf meinem Standard React-Kanal eine Verwarnung gekriegt. Also, falls da mal ab und zu kein Video kommt, falls da mal eine Woche kein Video kommt, liegt es daran, dass ich wieder eine zweite Verwarnung gekriegt habe, weil irgendwie YouTube aktuell mein Standard React-Kanal ein bisschen durchgeht. Also, die haben jetzt schon wieder irgendwie ein Video auf 18 gestellt, weil man es... Nacktheit und sowas. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und ja,
Die gucken, glaube ich, gerade so ein bisschen meinen YouTube-Kanal durch. Also, falls ich weg bin, wundert euch nicht. Das liegt tatsächlich einfach, ja, daran, ne? So, 50%, 50%, ja. Ballern wir natürlich auch mal direkt rein. Oh, oh, eine 9,2, Alter. Let's go. Sind wir auf Platz 17? Das für ein Arsch. Okay, aber ich sag mal so, wir haben jetzt unser eigenes Laptop-Ding auch mal geschafft. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, wie wir dann ein gutes kriegen, sag ich mal, weil wir haben halt irgendwie nicht so ein geiles. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Jetzt muss ich auch nochmal gucken, wie lange ich hier schon aufnehme. Weil ich habe das jetzt die ganze Zeit nicht gesehen, weil ich hier nebenbei ja was mache. Ja. Okay, so. Wir investieren, würde ich sagen, 25 Millionen. Dollar meine ich. Es ist gescheitert. Wer hätte es gedacht? Okay. Das ist ein bisschen blöd, tatsächlich. Okay. Ja, alles klar. Okay. 63. Oh, alles klar. Gut, Leute. Ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verfasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, oder euer Sambo. Ciao. Ciao.